Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Prime Zero. Ja, Let's Play Metroid Zero Mission. Das letzte Mal sind wir an diese Speicherstation gelangt und haben dort in der Nähe diese Schienen aktiviert. Diese hier. Mit denen können wir jetzt fahren. Ich weiß ungefähr, wie er geht. Auch nur ungefähr. Achso. Man muss immer einfach auf die andere Seite springen. Eigentlich ist das ziemlich simpel. Oh, da habe ich es verkackt zum Beispiel. Man muss halt nur ein bisschen timen. Und man sollte auch nicht in die Lava springen, weil dann hat man das Problem, dass man auf die andere Seite wieder muss. Und man sollte auch nicht da oben das Teil verfehlen. Also an sich ist der Gegner nicht schwer. Einfach warten, bis er diese blauen Bewegungen macht. Und dann kann man rüber. Haben wir ihn besiegt? Das scheint fast so. Ne, okay, es dauert noch ein bisschen. Brauchen wir auch jetzt nicht so viele Raketen zu sparen. Irgendwann muss man die eh mal verwenden. Haben wir ihn jetzt? Das ist schlecht. So, jetzt kommt. Ich dachte, der macht jetzt wieder dieses. Jetzt haben wir ihn. Die Lava geht weg. Okay, dann füllen wir unsere Vorräte wieder auf. Zumindest ein bisschen. Hier geht es durch, aber da müssen wir ganz lang. Aber wir können hier mal kurz gleich nochmal ein bisschen Energie bekommen. Eine Rakete nur. Aber damit sind wir auch zufrieden. So, und jetzt springen wir hier runter. Noch nicht. Ah doch, wir springen auch runter. Müsste es was geben. Eigentlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was. Und zwar hier wieder. Nee. Wie lang? Gibt's hier gar nichts? Kann ich mir so direkt gar nicht vorstellen, dass es hier nichts gibt. Das Problem ist, dass wir kaum noch Energie haben. Hier gibt es tatsächlich nichts. Ja, dann gehen wir noch mal raus. Oder vielleicht gibt es noch nichts. Hier, vielleicht. Okay. Dann müssen wir geradeaus. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Wo hätte das hinführen können? Okay. Das hätte uns eh nirgends hingebracht. Und jetzt weiß ich auch, für was das hier war. Falls man nämlich von unten kommt, dass man wieder raus kann. So, und jetzt können wir auch. Kann ich das so rufen? Ja. Ich dachte schon, es wäre was Interessantes. Dann gehen wir diesmal aber eine Nummer sicher. Und speichern. Sobald wir das können. Jetzt holen wir noch die Missiles mit.
wir bekommen können. Durchlaufen. Gegner besiegen auf ihre Energie. Energie mitholen. Weiter. Jetzt hier nicht runterfallen. Ich glaube, hier wäre es besser, wenn wir einfach gerade auslaufen, ohne zu stören. Energie haben wir auch wieder gut aufgefüllt. Aber wir speichern jetzt sicherheitshalber einmal. So, diesmal haben wir sogar einiges erreicht, obwohl erst 5 Minuten vorbei sind. Finde ich schon mal sehr interessant. Oder, das heißt interessant, ich finde es auf jeden Fall gut. Wir können da hinten erstmal lang. Halb so tragisch, wir haben jetzt hier keine großen Schwierigkeiten. Rauszukommen. Dann wäre die nächste Option, glaube ich, die hier. Ja. Schießen, damit diese Böcke kaputt machen, die uns sonst den Weg versperren. Das einfrieren. Sicherheitshalber. Und da geht's von oben wahrscheinlich später lang. So, jetzt haben wir hier. Oh, noch größere Gegner. Die machen wir besser mit Missiles kaputt. Der sah schon ziemlich stark aus. Aber den gibt es hier öfters, okay. Wir machen mal das. Ich glaube, können wir den einfach ganz schnell besiegen. Ja. Weil sonst hätten wir, glaube ich, einfach nur noch so. Dann mal hier hin und her springen. Besiegen können. So, jetzt machen wir das Tor. Und jetzt können wir hier durch. Und bekommen weitere Missiles. Das war's eigentlich auch schon hier, okay. Hat sich trotzdem gelohnt. So, jetzt ist die Frage. Genau. War wie zu erwarten, wenn es hier durch. Da oben hätten wir noch was gehabt. Da unten geht es auf jeden Fall zum Boss. Da oben gäbe es noch, also das können wir später erkunden. So, jetzt haben wir Missile hier durch. Hier oben gibt es wieder Missiles. Aber damit nicht fahren, oder? Nee. Das würde mich aber mal interessieren. Na egal. Das wird schon passen. So. Gehen wir jetzt hier einmal durch. Und da oben können wir durch. Wie soll das denn gehen? Das heißt, wir müssen da von der anderen Seite ran. Hier oben kommen wir auch nicht durch, oder? Ah doch. Das heißt, wir müssen irgendwie von oben ran. Rätsel
schon. Aber eigentlich müsste das doch hier oben. Ah ne, Moment. Genau. Wir müssen dann wahrscheinlich später uns hochschleudern lassen. Aber dafür müssten wir von der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Jetzt können wir hier durch. Vorher müssen wir aber. Man das lang wahrscheinlich. Hier einmal drüber. So, und jetzt einmal hoch. Da oben sollen wir natürlich nicht sicher, also jetzt kommen wir nicht bis wir hoch. Geht wahrscheinlich einfacher, aber ich mach's jetzt auf diese Art und Weise. Zack. Und hier rein. So, hier gab's auch irgendein Hindernis, genau. Das Hindernis gab's und da kommen wir nicht durch. So, das heißt, wir müssen entweder da unten lang. Oder da hinten gab's noch was. Ich würde jetzt einmal versuchen, rauszufinden, was da unten noch war. Dass ich dann jetzt auch da hochkomme. Das ist so schwer. So, jetzt habe ich es. Ich kann abschießen, aber ist egal, wir gehen eh hier lang. Hier weiß ich glaube ich noch gar nicht. Oder? Also ich war hier natürlich schon. Doch, hier weiß ich ja gerade nicht. Ich habe diesen Teil. Achso. So, ich glaube ich weiß ja dann einmal. Dann versuche ich mal da runter zu springen. Aber das sollte jetzt normal nichts geben. Da gibt es auch nichts. Also was suche ich auch gar nicht erst. So, ich frage, wie wir da unten das Rätsel lösen. Es könnte auch gut sein, dass wir von einer anderen Ebene dort erst hinkommen. Hier geht's auf keinen Fall leider. Das hier irgendwie Whisper sein, oder wie ist das Whisper? Ich war gerade überlegen, ob ich so einen Schnitt mache, aber ich mach's glaube ich doch nicht. Also ich versuch's jetzt noch 3 Minuten. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann mach ich vielleicht einen Schnitt und guck mir die Lösung an. Weil hier geht's auf keinen Fall weiter. Ich will auch nicht schon wieder den ganzen Part damit verschwenden. So, zu suchen, aber ich denke, wir sollten irgendwie von oben kommen oder. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Wir hatten mal den Chartstream, den habe ich aber verloren und habe den mir nicht wieder geholt. Nicht, dass wir den gebraucht hätten. Zweifel ich aber. So wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Okay, ich mache jetzt einfach kurz einen Cut und schaue mir die Lösung an, bevor ich hier jetzt wieder ewig lang suche. So, ich habe mir jetzt die Lösung angeschaut, oder was heißt die Lösung? Ich habe mir einen kleinen Tipp geholt, weil ich habe mir jetzt nicht alles angeschaut. Aber ich habe etwas gesehen. Ich habe nur ein Video durchgeskippt. Da habe ich ganz kurz was gesehen, was ich übersehen hatte.
Und zwar müsste ich diesen Raum auch erstmal wieder finden. Aber ich glaube, der war da unten, oder? Bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen. So. Ups. Falsch. Also ich weiß immer noch nicht, wie wir diesen Raum hier beenden. Soweit habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe nur ganz kurz was gesehen, was dieser Typ in einem Video gemacht hat. Was ich zum Beispiel nicht gemacht hatte. Und zwar hier. Kommt man durch. So. Und das machen wir jetzt hier überall einmal. Was es mir im Endeffekt bringt, habe ich keine Ahnung. Ich komme da mit dem Teil halt durch, aber inwiefern mir das jetzt gleich was bringt. Oh, da habe ich sie auch da. So. Auf jeden Fall müsste einer von euch jetzt mal hierher kommen. Auf die drauf kann. Oh, warte mal, ich kann es auch so machen. Sicherheitshalber oder abschießen, dass sie mir nicht auf die Nerven gehen. Okay, es bringt nichts. Ah, warte, genau. Jetzt hab ich's. Jetzt einmal hier durch. Und jetzt fährt er uns rüber. Wir kommen an den Missile-Container, aber das war's ja auch schon wieder. Dadurch kann ich ja jetzt nicht den anderen Raum beenden. Okay, jetzt das letzte Mal. Ich habe es gesehen, wo wir lang müssen. Das war jetzt natürlich ein bisschen dumm, dass ich jetzt hier was anschauen muss. Aber ehrlich gesagt hätte ich das auch nicht gefunden. Da geht es wahrscheinlich eher, oder? Ich könnte nämlich etwas Energie gebrauchen. Und hier, genau, hier. Das ist nämlich ein Loch, das habe ich übersehen. Da können wir runter. Und da sind auch wieder diese Steine. Wenn wir jetzt mal hinten rauskommen, kriege ich nämlich wieder etwas Energie. Ist jetzt ein offenes Netz, wenn wir da wieder ein paar haben. Ich würde gerne den Balken hier voll machen. Dann brauchen wir ja auch dann nichts. Nicht mal. So. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Da sollen wir erstmal da oben lang. Hier kommen wir eh nicht weiter. Da ist ja der Stein. So. Durch. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein Item. Dann gehen wir hier lang. Hier ist eine Speicherstation. Okay. Jetzt müsste ich aber da nochmal durchkommen. Das werde ich natürlich aber diesmal nicht nachschauen. Das wäre jetzt doch ein bisschen zu viel. Aber was wir machen, ist, wir speichern jetzt. Denn die Munition, alles haben wir jetzt eh ziemlich so gut wieder neu aufgefrischt. Aber wir können nur 48 Missiles dabei haben, okay. Und dann speichere ich hier noch einmal und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.